Im War Journal zeigen wir dir eine von vielen Möglichkeiten, wie du deinen Gegner effektiv besiegen kannst. Auf dem Server von Global 2.0 oder bei mir auf Facebook, YouTube oder Twitch kannst du ebenfalls weitere Kämpfe mit anderen Setups sehen, um deinen Spielstil zu verbessern. Die Angaben zu T4, ISO 8 haben wir von den Number Crunchern Wolvethor, Punk und Yeti übernommen. Bitte denkt dran, alle hier in den Videos gezeigten Kämpfe spiegeln lediglich unsere persönlichen Erfahrungen wider und können sich mit Updates des Spiels verändern. Zur Orientierung. Wir befinden uns im Hangar. Wir haben bereits alle Buffräume verloren. Unser Gegner hat seine Krankenstation noch verfügbar. Wir greifen mit einem 445k starken X-Force-Team ein 431k starkes Merc-Team mit Shuri an. Wir spielen einen 14k Punchdown. Die Kill-Order, Taskmaster und im Anschluss das Ziel mit den geringsten Leben. Besonderheiten: Taskmaster erhält für jeden Schurken-Söldner mehr Turnmeter. Negasonic springt mit ihrer Ultimate auf das gegnerische Team, wendet für 2 Runden Heilblockade an und entfernt plus Defense auf allen Zielen. Droppt hier ein Gegner unter 50%, erhält X23 über ihre passive Fähigkeit 40% Turnmeter und greift als nächstes an. X23 verursacht mit ihrer Special bis zu 3x Fähigkeitsblock an Taskmaster. Hier in dem Video stirbt dieser bereits. X23 erhält erneut Turnmeter und kann mit ihrer Ultimate das Team zerlegen. Jetzt wird nur noch runtergespielt. Diese Strategie ändert sich, wenn kein Gegner unter 50% mit dem ersten Angriff von Negasonic fällt. Eine Möglichkeit ist es dann, mit der Basic von Domino das gegnerische Ziel mit den geringsten Leben anzugreifen, um einen Assist auszulösen. Hierdurch ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, doch noch ein Ziel unter 50% zu bringen und den Speedbuff der passiven Fähigkeit von X23 auszulösen. So Leute, das war's für heute. Wenn ihr noch mehr Videos dieser Art sehen wollt, klickt auf Liken, Folgen und Teilen. Hinterlasst mir gern Fragen oder Wünsche in den Kommentaren. Bis dahin, euer Ron.